Aber Zombie-Horse, okay, jetzt Horse, Alter. Zombie-Pferde, die verhalten sich genau wie normale Pferde. Die laufen einfach rum. Ja. Oh, aber wenn die Gras essen, dann geht kein Gras auf dem Boden kaputt. Gut zu wissen. Ah. Und die können unter Wasser atmen. Und Zombie-Pferde regenerieren langsam. Im Gegensatz zu anderen passiven Mobs. Nicht schlecht. Okay, und die kann man nicht zähmen. Naja. Schade. Aber da sie ja auch nicht spawnen, ist es auch egal. Richtig. Gut erkannt. Und das war's, oder wie man auf Englisch so schön sagt, and thus concludes. Oh. Die, der Abstecker in die unused Mobs. Der Bildungsauftrag wurde erfüllt. Ja, aber es gibt auch einen unused Features. Oha. Aber, okay, da sind die Mobs auch mit drin. Gut, da gibt's aber einen Haufen Zeug, was... Ja. Oh, Nether Reactor Core. Den kennen wir doch. Warte mal. Einfach ein Atomkraftwerk irgendwann in Minecraft. Ich wollte gerade sagen, den gab's doch mal. Nämlich in der Pocket Edition. Aber der wurde dann entfernt. In der Nintendo 3DS Edition gibt's den. Aber ist unbenutzt. In der Raspberry Pi Edition gibt's den auch, aber der ist auch unbenutzt. Krass, was für viele Versionen es auch gibt. Ja, krass, ne? Kein Wunder, dass er ewig brauche mit Updates und dann sind die Versionen trotzdem nicht alle gleich. Ja, also gut, man muss dazu sagen, die 3DS Edition wird nicht mehr weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob die Pi Edition noch weiterentwickelt wird. Ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich mal... Das interessiert mich jetzt mal. Discontinuation Ernsthaft? Steht hier schon. Fehlt, wie viel fehlt? 3. Oh. Und den aus dem Ofen. Aber die sind da noch. Nee, aber ich kann noch welche rein. Ach so, aber du musst nicht nochmal in den Nether. Ja. Da immerhin. So. Aber wobei, vielleicht brauche ich für die Podeste noch was. Ja. Natterquarzblock. Oh, hier steht, welche Editions es gibt. Es gibt die Bedrock Edition. Die China Edition. Was ist denn die China Edition, Alter? Gute Frage, das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber da steht auch nicht wirklich drin. Was, also... okay. Das ist einfach Minecraft, so wie es aussieht, glaube ich, nur mit ganz kleinen Änderungen. Also, weiß ich jetzt aber nicht. Ja. Education Edition, Java Edition, halt. Legacy Console Edition, New Nintendo 3DS Edition. Hä, und wo ist der Rest? Ah. Edition? Minecraft 4K? Minecraft Edu? Und Pi Edition? Was ist denn Minecraft 4K? Keine Ahnung. Ah, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Das war, da gab es so einen Contest 2010, wo man ein Spiel quasi schreiben musste, was nicht größer ist als 4 KB-Byte, also 4096 Byte. Und da wurde Minecraft quasi in 4 KB gecodet. Das ist die Minecraft 4K-Version. Und die funktioniert. Naja, also soweit es halt geht mit 4KB. Aber beide Größe sind 2,52 KB. Ja, also das ist eine sehr, sehr kleine Version. Mhm. Minecraft Edu is a sandbox indie educational video game written in Java. Was? Das ist ein eigenes Spiel? Mhm. Ist das nicht das gleiche wie die Education Edition? Ich weiß nicht.
ich weiß nicht. Vielleicht ist das die ursprüngliche, oder ich guck mal, was hier steht. Boah, das sieht richtig weird aus. Ich finde auch, ich habe letztens ein Video über die Education Edition gesehen mit den Ballons. Und dann dachte ich auch, oh, Alter, was ist das? Das, weil das sieht irgendwie, es ist Minecraft, aber irgendwie auch nett. Das stand richtig Cursed komisch. Minecraft. Ja, aber richtig. Gut, inwiefern das jetzt mit Minecraft Education Edition zusammenhängt, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist was anderes. Aber es ist mir eigentlich auch egal. Alter, was haben die denn für Versionsnummern? Es fing an mit 0.1, dann kam 0.4, dann kam 0.941, 0.942, 0.9487. Also irgendwelche bestimmten Bedeutungen. Die keine neueste Version ist 0.985. Based on Java 147, okay, ist alles halt discontinued. Was man nicht alles findet. Nee, Minecraft so, jetzt. Minecraft Edu ist ein Mod oder so, glaube ich. Nee, das ist kein Mod. Ach, egal. Ich, wenn ich jetzt anfange hier, da müsste ich mich richtig informieren. Das lasse ich lieber. Was auch immer es ist, es interessiert mich nicht. So. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt gucke ich seit Ewigkeiten mal wieder in den Stream rein. Hier noch Glowstone, so. Die Frage, hier kommt glaube ich kein Glowstone rein. Wo? Hier. In die Ecke. Nur rechts und links von den Säulen. Ah ja. Rechts und links der Säulen, okay. Mann! You had one job. Diese Gerüstblöcke. So. Wunderbar. Das sieht doch schön aus. Heißt, jetzt fehlen noch zwei Rüstungsständer. Und zwei leuchtende Schilde und zwei Goldrüstungen. Ja. Leuchtende Schilder, oh, wie macht man die eigentlich nochmal? Einfach Farbe aufs Schild, kann das sein? Weiß nicht mehr. Oder ein Leuchttintenbeutel? Stimmt, das könnte ich googeln. Ja, oder das, aber das wäre jetzt dann relativ teuer. Eigentlich nicht. Ja, Leuchttintenbeutel. Tatsächlich. So, mal gucken. Ein Glowstone. Gut, in der Glowstone-Truhe wird bestimmt noch was drin sein. Da waren nochmal fünf. Links. Am Rand. Ah ja, tatsächlich. Gut, Rüstungsständer werden, wenn dann da hinten sein. Ja, falls wir überhaupt welche haben. Wahrscheinlich eher auf der rechten Seite, oder? Weiß ich nicht. Da sind so diese komischen Krusch-Sachen. Ich kann die Schilder gar nicht lesen. Die Qualität ist zu schlecht. Workbenches und so, da sind sie drin. Ah, die Workbenches und so, natürlich. Rüstung. Goldstiefel, Goldharnisch. Goldstiefel. Ja gut, Gold haben wir ein bisschen was. Bist du dir sicher? Ja. Ah ja. So. Dann brauche ich noch einmal das da. Will ich jetzt etwa benutzten Harnisch und fast kaputte Schuhe dahin tun? Ja, das fällt doch niemandem auf. Doch. Wir haben so viel Gold. Kann man auch neu machen. Na gut. Für unsere Zuschauer ist nichts zu viel Aufwand. Ah, sag's lieber nicht. Sonst müssen wir bald irgendwas richtig Aufwendiges bauen. Scheiße. So wie der Vulkan. Oh je, der Vulkan, du. Naja, aber der, man muss das ja nicht bauen. Das sind ja nur gute Ideen. Wir wollen den Vulkan ja bauen.
Oh, stopp, das war dann hier. Naja, richtig. Tatsächlich, das mit dem Vulkanisch auch voll geil und ich freue mich schon, den zu bauen, aber halt nicht den Vulkan an sich, sondern die Inneneinrichtung. Ja. Aber das Vulkan an sich bauen müssen die Zuschauer sich zum Glück auch nicht angucken. So, Schilder, wo sind Schilder bei Holz? Ja, tatsächlich. Schilder? Oh, nur Birkenschilder da. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Boah, das müssen wir mal wieder sortieren. Ja. Jetzt fehlen nur noch Leuchttintenbeutel, oder? Mhm. Und die Rüstung muss ich noch verzaubern. Nee. Doch. Die ist nicht verzaubert. Doch. Sicher. Ziemlich. Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Nee, ich dachte, die in der Kirche haben wir Verzauberte genommen, weil die rumlag. Ja, aber die eben da rum ist halt auch. Außerdem, die einen Schuhe, die du hast, sind verzaubert. Und ich bin mir relativ sicher, dass die... Oh, die haben sogar am Ending. Denn her? Ha, die aus der Truhe genommen. Ja. Aber, also ich bin mir relativ sicher, dass die Rüstungen alle verzaubert sind. Naja, werde ich ja gleich sehen. Aber ja. Wo sind denn Leuchttintenbeutel? Beim Loot, da wurde jetzt drauf zugeschaut, an der Wand. Da gibt es Tinte und Leuchttinte. Oha, ja. Viele. Wie viel braucht man denn? Einen? Einen, ja. Bist du dir da ganz sicher? Ja. Und wie geht das? Du musst, das machst du auf das Schild nachher drauf, wenn es fertig ist. Ah. Klickst quasi mit dem leuchtenden Beutel auf das Schild dann drauf. Ist ja schon wieder Nacht. Dann musst du eh gleich wieder zurückfliegen zum Verzaubern, dann kannst du auch schlafen. Ich bin mir sicher, dass es nicht verzaubert ist. Alles verzaubert. Oder? Ja. Nee, doch, ja. Verdammt. Doch, ja. Doch, alles. Ah, man hat's ja nicht. Wir haben's ja. Ja, Level hast du ja auch genug. So. Schreib mal erst was. Ich weiß nicht, ob das mit dem leeren Schild geht. Okay, für wen war das? Wir haben Excel Cow und Paper Scissors Rock. Schreibt man, oder ja, ja. Wie schreibt man das so? Nee, nicht, also EXEL. Tatsächlich. Ah. Nicht wie Microsoft Excel, wir machen hier keine Werbung. Ja. Ah. Ja, ja. Okay. Und Paper Scissors Rock. Ich glaube, da steht auch noch eine Zahl dahinter, aber ich glaube, das wird so schon zu lang. So, nehme ich an. Ja. Ja, das könnte man machen, ja. Das ist eine Idee. Wunderbar. Sogar Mending-Stiefel. Ja, die brauchen wir eh nicht. Nee. Guck mal, eigentlich, das ist so richtig die Leute manipuliert. Man könnte sagen, wir haben extra verzauberte Goldrüstungen für die Statuen. Man könnte es aber auch sagen, wir schmeißen da unseren Müll hin, den wir eh nicht brauchen. Aber nein, könnte man nicht sagen. Ach so, ja. Wir schmeißen da nicht unseren Müll hin. Also ich glaube, jetzt geht's aber los. Diese Rüstung haben wir mit Liebe verzaubert, damit wir die dahin bauen können. Naja, natürlich. Gut, für einen Teil der Rüstung trifft es ja auch zu. Zum Beispiel für jetzt. Das stimmt. Eigentlich alles, was du jetzt noch hast. Also immer Level 1 halt, aber das muss ja auch reichen. Ach, ist das schön, wenn man so viele Level hat und vor allem so eine XP-Farm am Ende. Oh ja. Aber. Kann ich jedem empfehlen. Das passt wirklich perfekt. Zum Aufnahmeende. Vom Timing. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, nice. In der Zeit tue ich dann noch die Schalkertruhe leer räumen in der restlichen. Wobei, ich glaube, es ist cooler, wenn ich in der Ruhmeshalle aufhöre. Okay. Ja gut, das ist ja nicht so viel unterschiedliches Zeug.
Ja. Ach. Das Quarz kann ich wirklich aufräumen. Wo ist denn Quarz? Hier? Nee, bei Rohstoffe. An der Rohstoffwand rechts oben. Immer noch. Andere Seite. Da. Ach ja, warte, ja, da war ich ja vorhin schon mal. Ja. Wo waren nochmal die Gerüstblöcke? Da unten links. Ah, ja. Alles in Ordnung. Ja, ja. Oha. Ob das reicht? Ah, doch. Alter. Ja, das ist der Nachteil, also so einem krassen Schwert. Ist ja oben drauf. Ich glaube, er hat keine Lust mehr. Ah, ne, der ist. Ah, ja. Ja, wenn die brennen, dann teleportieren die sich manchmal wild rum. Alter. Richtiges Horrorspiel. Oh, vielleicht sterbe ich ja auch gleich, wer weiß. Ja, solange es nur im Lager ist. Jetzt kann ich gleich wieder aufräumen. Bei denen ist tatsächlich der Nachteil, wenn man so wenig FPS hat. Ja, aber die sind generell stark. Also Endermen sind voll krass. Die haben auch so eine komische Hitbox und die machen richtig viel Schaden. Ey Mann, ich treffe hier voll auf das Gras beim Abheben. Ja. So, wunderbar. So muss das aussehen. Einwandfrei. Top. Perfekt. Dann haben wir die jetzt schön erweitert. Hab ich die jetzt? Oh nein, da oben fehlt Glowstone. Verdammt. Oh, drei Stück. Das geht, ne? Das geht noch in der Aufnahme. Ja. So viel Zeit muss sein. Alter. Aua. Ja, man merkt schon, dass es hier weniger Frames sind. Ich merke das nicht in dem Stream. Das stimmt. Ach, es gibt doch bestimmt hier noch welches. Ist hier nicht close. Ja, unten in der Mitte, ja. Wie viel? Mann, ich brauche Blöcke, um mich hochzubauen, das nervt mich. Flieg doch mit der Rakete. Nee. Das kommt nicht in Frage. Oh. Sehr knapp. Das wird jetzt schwierig, das kriegst du hin. Oder auch nicht. Das kannst du aber nicht jedes Mal machen. Ach stimmt, du kriegst ja Quarz raus. Das habe ich vergessen. Ja, dann muss ich doch nochmal zum Lager, verdammt. Oh ja, kannst du natürlich auch verbrennen. In unserem Lavasee. Das gute Quarz.
Ja, komm, was soll's. Es wird geopfert. Rippquarz. So. Naja. Und mit diesem schönen, fertigen Anblick würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.